speichere jetzt mal hier. Naja, eine Runde speichern ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Chat, gambelt eure Punkte, ihr Gambling Addicts. Ich glaube, es ist 10% oder so. Leider. Nicht gut genug informiert. Das hoffentlich direkt kille. Ich hoffe, da kommt einfach kein Feuer-Pokémon. Okay. Machen wir Speedup dafür aus? Ja, ich hab aus. Okay, dann mach ich das auch eben. Dann rein da. Moment, ich muss noch ausmachen. Rein in the Muzzle. 100% und Ton machen wir auf 30%. Rein da und Tidus! Danke für deine 5 Monate! Vielen, vielen Dank! Wie geht's dir, mein Freund? Och nee! Vor allem ist es auch noch wirklich das Totem-Viech. Und hat einen plus 1 Init-Boost, na klar. Hab mal keinen Bedroher, bitte. Rex-Typing ist das hier, Fekal. Parabeere weggemacht. Kurz Wasserherrscher beschworen, ja wirklich. Natürlich der Bedroher. Okay, ein starrer. Ja, wobei starre Lilly daneben ist gar nicht so okay. Der macht actually vermutlich was sogar mit für einen Boost hat der jetzt bekommen? Ich hab nicht aufgepasst. Guck halt, nach. Du kannst. Fee. Du kannst. Jo, Fee? Ja. Ja. Du kannst unten, wenn du bei deinem Screen bist, kannst du auf dein Pokémon klicken und siehst da die Statusveränderung. Okay, der hat plus Verteidigung bekommen, was auch sonst. Und ich hab minus angegriffen. Okay, Vanessa ist schon mal weg, sehr gut. Richtig und richtig, dass der nicht wieder meint, mir auf die Eier zu gehen. Und hallo Catjammer, ich hoffe, dir geht's gut, hello. Der Catjammer? Der Catjammer, yeah. Oh, das tut doch ein bisschen sehr weh. Vielleicht sollte ich einmal wechseln, nur um... Ja, okay, ich hab's geschafft. Ah, ich glaube, das erste Totem... Ja, wobei, nee, ich halt die Klappe. Halt lieber einfach die Fresse. Ich geh jetzt einfach Zeit, damit mein Genesect nicht zu sehr durchgeschwächt wird. Oh lol. Habt ihr die ganze Zeit? Ich habe anscheinend bei dir die Musik an, aber ich weiß nicht, wann ich die angemacht habe. Ich hoffe, man hat die nicht die ganze Zeit gehört. Ah, ja, wobei, hat man eh nicht. Ich habe jetzt gerade erst den Ton vom Emma gemacht. Ja, stimmt. Vorher. Verlier mal bitte kein Pokémon. Danke. Ich glaube an dich. Ich glaube daran, ja, ja, dass Alex diesen Totemkampf retten kann. Positek. Ja! Okay. Ja. Also okay ist was anderes. Ich hab die Sindelbeere und der ist minus 2 Verteidigung jetzt. Na, okay. Und ich hab einen Metallklaue. Das war alles taktisch hier gespielt. Hoffe ich. So ein Kreidisch... Achso, das war Kreideschrei und nicht... Boom! Get out of here! Ich glaube, du hättest den noch einfach zweimal mit Metallklaue angreifen können und der wäre. In dem ersten Zug hatte ich Bedroher drin, deswegen habe ich gewechselt. Ja, aber du hattest doch den Download Attack Boost, das heißt, du warst auf dem. Nee, in dem ersten Zug hatte ich auch Spezialangriff Boost bekommen, aus irgendwelchen Gründen. Ah, dann hast du maybe jetzt den Attack Boost bekommen. Naja, du hast ihn bekommen, weil der Special Death von Granbull wesentlich schlechter ist. Aber dann wurde jetzt vielleicht der Boost von Zapladin abgeleitet. Ah, ich glaube, Download. Wusste ich! Ist immer random. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Lauf Seri. Es herrscht 100% Liebe zwischen Timo und Seri. Yo, Timo. Heute Abend mein Bett. Wahnsinn. Wann heiraten die? Erstmal Bett, dann heiraten. Na gut. Kann jeder anders sehen. Es gibt ein Reality-Format, das meine Freundin jetzt guckt. Da hat sich eine vorgenommen, einfach in den nächsten Monaten zu heiraten. Daraus wird eine Serie gerade gedreht. Weiß ja nicht. Yo, Raichu, na, wie geht's dir? Und die will natürlich wo heiraten? Richtig, in Las Vegas. Ah, scheiße, das ist ein Encounter. Oh, nicht scheiße, das ist ein geiler Encounter. Ich hab nämlich auch schon den Donnerstein. Alter. Aber maybe müssen wir den auf ein bestimmtes Level... Wobei, lernt Elektek... Ja, ich glaube, der lernt Ladungsstoß oder so von selber. Ja, wir müssen uns immer auf TMs verlassen. Okay, komm, jetzt gönnen wir auch mal etwas Würdiges. Kennt ihr schon den Anzeige-Hauptmeister? Ich glaube, davon wurde mir gestern ein Reel in die Timeline gespült. Ist das der, der einfach als Hobby
als Hobbypolizist mit 16 irgendwo rumläuft und dann Leute irgendwie anzeigt, wenn sie irgendwas falsch machen? War das, ist das der? Ich meine, das ist jetzt okay. Ey, das ist, also potenziell ist das ein Bedroher sein. Ich meine, es kann auf jeden Fall um einiges schlechter gehen. Ja. Der entwickelt sich auch relativ bald, also. Ja. Der Typ ist zu geil, weiß ich nicht. Ich finde ihn eher cringe. Warum ist Genesect shiny bei Pokolink? Ist es? Habe ich das nicht shiny gemacht? Der kann Sachen rufen! Offenkundig. Sei froh, dass du nicht dieses hässliche Kack-Eneko bekommen hast. Stück oh Scheiße. Mein Ach Gott. Du Scheiße. Hat er jetzt schon Unlichtattacke eingesetzt? Ach, weiß ich nicht. Schon ein bisschen unangenehm auch. Yo, ehrlich. Und Timo mit der 45er Streak, holy shit. 45 stark! Das ist verdammt 45 stark. Wirklich stark. Das sind mehr als 3 Jahre. Fast 4? 45. Nein, nicht Substreak, sondern Streams ineinander geschaut Streak. Ach so, ich dachte Resubs. Ne, Resubs hat der Junge nur 3 Monate. Schon Pleb. Wollen wir die beiden ins Team nehmen? Aber wir haben jetzt selber Pokémon-Account, lass uns halt erstmal die holen und danach. Ja, ich würde jetzt erstmal nicht reinholen, weil Zapladin ist jetzt nicht der mächtigste. 5 Monate. Deine Badge sagt aber 3 Monate. Okay, bin ich oder du dran? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe eher einmal mehr, also frag bei dir. Okay, wer möchte bei mir uns Yorklef und Zapladin sein? Ziemlich gutes Pärchen. Mir fällt übrigens gerade auf, wir müssen Donnerstag, kann ich erst ab 16.45 Uhr rum. Also eine halbe Stunde später. Dann geht nicht. Ah, schade. Kein Spaß. Dann wohl nicht. Okay, dann nehmen wir... Ich nehme jetzt einfach Timo. Timo, du bist dran. T-I-M-O. T-I-M-O. Timo. Hat einen Mitnamen. Mitname minus Bedev plus Init. Mitname nicht Sandschleier. Nee, ich glaube nämlich, dass Vital Spirit zu Sandschleier wird. Weil ich glaube, die bessere Fähigkeit wird zur schlechteren Fähigkeit, also Sanchara. Catcher mal, vielen Dank für den nice Prime. Kuss geht raus an dich. 1107 Follower von 1100. Oh, das wäre auch gut gewesen. Ich glaube, habe ich auch damit besser herausgefunden, dass aus irgendwelchen Gründen dieser Subcount nicht geht. Yay. Okay, wir können das mal updaten. Jetzt wollen wir schon mach ich den erstmal wieder raus. Dann muss ich mal gucken, woran das liegt. So eine nervige Kacke. Nee, das ist das Falsche. Ich kann das Ziel nicht ändern, warum? Abbrechen kann ich, aber ändern geht nicht. Ha. Muss ich eine Beschreibung reinmachen? Ich weiß es nicht. Ah, warte mal, kann es sein... Oh, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ich kann mein Ziel nicht aktualisieren. Dann nicht, Abonnenten dann bleiben. Ziel. Was ist das Problem? Ich habe jetzt noch eine Idee. Ah. Ich habe das falsche Dings ausgewählt gehabt. Jetzt. Ich habe Sub Points und nicht Sub Goal eingestellt. Recht, der Junge. Dann machen wir. Warum ich jetzt schon wieder ein Catching Tutorial? Muss man mir das zweimal zeigen? Ach ne, der will mir die Zeitkraft zeigen. Zeig mir die Dance Moves! Dann ändern wir das fix einmal aus. So, und dann starten wir nämlich mit 1. Weil 1 haben wir. Und jetzt soll das passen. Jetzt müsste es gehen. So. Vielen Dank für den nice Resub. Kuss. So, sorry. Schreib mich nicht so an. Yeah. Na doch, ich schreie tendenziell sowieso gerne. Neue Route. Okay, Chef, was sagt ihr? Sollen wir uns so einen Vogel holen, der hier rumfliegt, oder sollen wir ins Gras gehen? Au. An sich macht sich das wahrscheinlich nicht viel, aber... Ich glaube, es macht sich an sich gar nichts. Aber ich würde gerne so tun, als würde es da was einen Unterschied geben. Na gut. Es macht einen riesen Unterschied, weißt du das? Vogel ist lustiger, weil der Vogel tendenziell schlechter er ist. Wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Okay, dann gehe ich auch in den Vogel.
Dann gehe ich jetzt okay, raus. Okay, der ist Dupes bei mir, schade. Also Lichtel halt, aber den hast du. Ich bin ins Gras gegangen. Dann gehe ich jetzt ins Gras auch. Und ich bereue alles! Oh, aber super! Finde ich nicht so schlecht. Weiß nicht, was das für ein Geräusch war, was ich von mir gegeben habe. Aber das ist auch egal. Er hat selber Schuld. Okay, bei dir ist jemand dran für Molly Morber und Sieper. Molly Morber und Seper. Seper, der echte, ja. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich den fange. Ich gehe gleich noch in so ein Pokémon-Counter. Und wenn das noch schlechter ist, dann könnt ihr alle eure Worte zurücknehmen. Edward der Jute Leon. Wie wird das geschrieben? Naja, Leon halt. Ach, Leon. Ich dachte Lanium. Nee, der Jude. Das habe ich als erstes gesagt. Ja, plus Schnüffler mit plus Spezialangriff, minus Angriff ist perfektes Nature. Ja, ist nice. Und ich meine Morbitest mit der ein oder anderen nicen TM. Oh, Garno, wie wir geiler zum gewesen. Glück habe ich das nicht bekommen. Wir haben schon. Ach, hallo! Der Bisa nur nie. Was war denn das für Damage? Nidoran einfach halb tot. Das ist halt Nidoran, ne? Ja, aber es war auch nur ein Garno, wie was Biss eingesetzt hat. Das habe ich trotzdem nicht erwartet, um mehr zu sein. So ein Vogel wäre gewesen? Scheiße, das wäre schon geil. Gut, ja, dass gut. Du so großkotzig warst. Hat sich richtig gelohnt. Schönes Center, auch direkt mein Eier. Boah, imagine, die beiden wären actually ein richtig gutes Team. Den hättest du eh nicht kriegen können. Ja, wäre aber auch besser gewesen. Ja. Ja, ne? Okay, da wir haben noch einen Counter. Ja, wie immer. Du bist so schnell, ich bin da noch nicht. Ich muss auch, glaube ich, nochmal heilen, weil auch wegen AP ein bisschen. Bisschen die AP nachstogge, ne? Aber eigentlich habe ich ja was dafür zur Not auch. Warte, was ist unser Level Cap für den Inselleiter? Ach, 10 müsste es immer gewesen sein, meine ich. Oder sogar 19. Ja, dann müssten wir hier wahrscheinlich. Hätte es noch für einen Vogel gegeben, statt Seepe. Oh mein Gott, das wäre einfach dick da noch. Gott, nein, bitte Arena Trap mich nicht. Nein! Oh, bitte nicht. Okay, es ist nur 4? Ist erstmal okay. Oh, nein! Oh. Nein! Raichu, halt du nicht! Ja! Bitte tu's nicht. So, und jetzt Doppelkick. Doppelkick um dein Leben! Raichu, ja! Scheiße, ich hätte schon davor Doppelkicken sollen. Okay, er pennt noch. Ja. Alles gut, gar Raichu kein Ding. Für den Stream! Für den Stream! Für den Content! Für den Content, Freunde, sie kennen uns. Rosa Schal für den Content. Und hallo Lisa, ich hoffe, dir geht's gut. Hallo. Ja, wenn du benannt werden willst, bei mir musst du eine Nachricht hervorheben, das ist richtig. Oh, und die halt ein. Mach ich doch easy. Ja, stark, Raichu, sag ich da stark. Griffklaue. Hier, wie heißt sie? Lena, halt uns. Nee, Lisa. Nee, wie heißt sie? Lilly. Lena, Lisa. Fast dasselbe. Der Allmann und seine Allmann-Namen. Denkt in Alola heißen die Lena, Lisa, Annemarie. Also Lilly ist jetzt auch nicht viel weniger allmannhaftig. Durch die Welle eben auflösen. Achso, ja, wir hatten keinen. Ist nicht so deutsch für mich. Dreamer ist back, okay. Okay, das ist ehrlich gesagt okay. Ja, ich glaube, den kennst du wieder aus irgendeinem Hack und denkst wieder, dass der besser ist als nicht, aber ja. Also das Typing ist nischig. Ich wollte gerade sagen, der ist doch Fee, oder nicht? Ja, ist eine Fee. Ja, also Fee ist doch immer gut endlich. Naja. So, du hältst die Schnauze und hörst auf, mein Pilz ja, schlecht zu reden. Ist ein großartiger Pilz. Ich wünschte, Mann, ich hätte den Pilz lieber gezogen als diesen dummen Maulwurf. Bah. Ja, ich weiß gar nicht, wie der sich... Okay, wer möchte mein wunderbarer Pilz und Excadrill sein? Wem können wir das anbieten? Stalobor. Ich find's so irritierend, dass Stalobor eigentlich so klein ist. Und Schwarz und Weiß 2 sieht überhaupt nicht klein aus. Dann haben wir Kane. Oh, das so schreibt man nicht Kane. Kane. K-A-Y-N. K-A-Y-N. Mit einem neutralen Nature. Es ist da... Wo steht denn das Seed Nature hier? Minus Attack, jawohl! Ah, ich hab meinen Adamant-Orb immerhin wieder zurückbekommen. Ja, super. Das freut mich doch. Da hat sich sogar gelohnt, den davor verkauft zu haben.
Purpurner Nektar. Ah ja. Zum Glück habe ich das nicht bekommen. Das wäre auf jeden Fall schlechter gewesen. Ach du Scheiße, ich hätte es auch Goldini gegeben. Boah. Man macht alles auf Nidoran so immens viel Damage. Schon fast. Nidoran ist, was erwartest du? Ja, aber nicht ganz so viel. Ein bisschen weniger. Da ist mein Planen im Orb wieder für mein Giratina. Oh, ich hätte ja auch. Ich hätte ja auch die war, finden die war können. Ziemlich hoch vom Level, ne? Die Level 5 sogar ein starkes Pokémon. Ich glaube ja. Da muss man gehen, das sagt mal wieder raus. Bubungus ruft um Hilfe, es ist keine Hilfe aufgetaucht. Ja, wird mir stinken, Bubungus. Habe ich ein Minus-Deathwesen auf dem gehabt? Ich weiß es nicht. Rich Kid P. Alter, hast du noch Cut. Yay, Nidorino. Das ist schon mal sehr viel besser. Wassermarsch, na gut. Guck mal, Container. Soll ich den dann jetzt einfach gleich entwickeln? Aber das wäre dann auch das dritte Boden-Pokémon im Team. Das ist eigentlich auch irgendwie nicht so geil. Ich warte mal wenigstens auf den Giftzahn, glaube ich. Bis ich den habe. Das ist vermutlich keine schlechte Einstellung. Jetzt will ich mal kurz wissen, habe ich ein Minus-Death-Wesen? Nee, ich habe sogar ein Plus-Death-Wesen. Oh, davon merke ich nicht so viel. Wäre das besser gewesen? Wahrscheinlich schon. Boah, bin ich ehrlich? Ich glaube, da finde ich sogar Lamelux besser. Groink? Weiß nicht. Hat ganz okay Stats, aber ich glaube, es lernt auch wieder nichts. Warum heult die? Oh, nee. Oh, das frage ich mich oft, wenn ich mit Menschen... Wenn ich Menschen sehe. Oh mein, kannst du mal... Ich habe gar nichts gemacht. Also tendenziell muss ich sagen, habe ich den besten Könner gezogen, den ich hätte haben können. Ich glaube auch. Stand jetzt. Paraheiler. Ich finde es cool, dass ihr mit Dickter, Mauzi, Anton und Menki 4 Entwicklungsreihen in Folge habt. Stand jetzt habe ich immer noch das Beste. Aber warte, kommen die wirklich so hintereinander? Und eine weitere Frage, warum weißt du das? Gabi, ich wünsche noch einen wundervollen Abend. Tschüsselü. Ja, ja. Komm rein, Gabi, wir werden dich vermissen. Vielleicht. Ja, Kleinstein, vielleicht. Besser. Ja, ja. Je nachdem, wie wir es entwickeln können. Auslegungssache. Das ist auch auf jeden Fall schlechter. Oh mein Gott, ist jetzt Zytomega gegeben. Ich kann die ersten 300 Pokémon der Reihe nach aufziehen. Warum kann man das? Hast du Bälle gekauft? Ich habe... Wo sind meine Bälle? Ja, ich habe 23. Wenn die Langeweile zu sehr kickt, dass man die ersten 300 Pokémon... Warum 300 sind doch noch echt viel? Das geht ein bisschen... Ist das nicht bis Genie? Da ist er, der Fragebrief! FAQ ist offen, ihr könnt ab jetzt eure Fragen an uns stellen. Weiß nicht, hatte Bock zu. Die Motivation hätte ich gerne. So, wir können wieder suchen. Wir suchen einen Counter. Und danach könnten wir vielleicht sogar erst unser Team umbauen, bevor wir in die Boxkämpfe gehen. Ja! Warum... Ja, aber ich habe einen Garnovi, der ist cool. Aber ich habe eigentlich gerade auch genug Boden-Pokémon, muss ich zugeben an der Stelle. So ein Boden-Pokémon mangelt es mir gerade nicht. Ich habe auch noch Drillbur auf der Bank. Ich ziehe für jedes Boden-Pokémon. Feuer-Boden-Pokémon, so ja nicht. Nicht also ich werde hier vermutlich... Oh mein Gott, ich weiß nicht mal, wie wir... Ja, wobei wir haben gesagt, auf Level 35 darfst du ihn zur Not einfach entwickeln. Ja, aber selbst, und da ist er schon. Hydra-Gil, naja, ne? Aber ey, ich habe einen Crocodile, der ist geil. Ihr könnt theoretisch eine gute Coverage haben. Das stimmt, aber Käfer leider trotzdem Kacktyping, das ist das Ding. Ja. So, läuft mal mein erster Käfer. Okay, wer möchte... Ah, ne, bei dir wieder. Ja, ich habe schon reingefragt. Der gute Cat Jamal. Dann Cat... Ja, also Cat wie Cat auf Englisch. C-A-T-J-A-M-M-E-R-L. Hat ein Minus-Attack-Wesen, großartig, aber immer ein Plus-Init. Headjammer. Nehmen wir, denke ich, einfach mal nicht rein. Oh nein. Kann ich noch B drücken? Der hat halt auch noch Plus-Speed. Oh! Level 16, sagst du, dann level ich nochmal ein bisschen. Ach du Scheiße! Ja, boah, das kann dauern. Ja, natürlich hast du Giftspitzen, du dummer Arsch. Oh, ich habe Offensivweste Irrlicht, das ist auch stark. Barbiribere. Warum kann der Biss? Okay, der nächste... Killt der nächste Nachtnebel oder nicht? Ich will es nicht riskieren.
Aber der macht halt auch keinen Damage. Also, ja, doch. Ja? Also, mein Gefühl sagt mir ja, aber... Ich drück's. Der Adrenalin! Oh nein! Oh nein! Oh, bitte trip mich nicht. Was ist das denn? Oh Gott. Hier? Das Problem ist aber vor allem auch, ich weiß gar nicht, wie ich den. Also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten. Aber ich glaube, ich verliere einfach gegen Kramschiff. Ich glaube, ich weiß auch nicht genau, was ich gegen das Ding machen soll. Ich sag dir, wie es ist, auch wenn ich Level 16 bin, verliere ich gegen Kramschiff. Also was glaubst du, ist besser, Schlaf oder Versuche mit Giftstachel zu vergiften? Was hast du denn noch von Pokémon sonst so? Also ich hätte halt noch Flammenball auf Kamaup im Angebot, was ganz nice ist. Das war's, glaube ich. Dann musst du, glaube ich, sogar wechseln und hoffen. Aber dein Kramschiff. Nee, also einen Hit lebe ich ja, deshalb versuche ich... Oh, ich bin schneller. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gemacht dann. Dann kannst du vielleicht sogar angreifen. Ah, ist okay. Ich kann halt nicht in den Flügelschlag. Ich weiß gerade auch nicht genau, ob ich gegen dieses. Oh mein Gott! Vikavolt, oh. Ob ich hier gewinnen kann, weil das Ding ist. Schwuren wird? Oh, und ich werde paralysiert, ist ja klar. Bitte nicht paralysiert sein jetzt. Danke. Okay, das war. Ja, also eine Resistenz ist das nicht. Ich muss Schlafbruder hitten, okay? Oh, er krittet mich, aber den Sporenwirt kommt, klatsch, kritt mich ruhig. Und jetzt musst du einfach mal eine Runde pennen, Kramschiff. Oh mein Gott, der hat mich Pursuit-trapped, aber pennt. Okay, Gabby ist der, dass ich schneller bin. Sehr tanky. Hat der einen Choice-Man? Ja, keine Ahnung, der macht immer sehr viel Schaden, macht nur die eine Attacke. Also, der wird, glaube ich, schon irgendein Choice-Item haben. Du, wen kannst denn du am ehesten sagen, das ist okay, wenn der stirbt? Oh! Jeder außer der Starter von mir aus. Okay, ich hab das erste Pokémon besiegt. Was ist mit dem zweiten? Du kannst eine Kaskade, weil ich es mit TM gelernt beigebracht habe. I mean, wenn er mich Pursuit Trap, bin ich eh tot. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin wirklich schneller. Brüllen! Oh mein Gott! Lebe ich? Nee, okay. Ja, okay, Zippo ist tot. Ich glaube, ich werde jetzt setten müssen. Warte, wer ist tot? Zippo? Zippo, ja. Oh, dann kann ich den. Aber ich komme auf jeden Fall durch, weil jetzt kann ich den mit Schattenstoß. Warum hat denn der Gardevoir? Du Scheiße. Warum sind beide so immens stark gerade gewesen bei uns? Oder sind. Gib ihm! Zippo hat sich hier rausgeholt. Robustheit Gardevoir, ja, fuck him. Und da kommt noch unser Rivalenkampf, aber der ist eigentlich um einiges einfacher. Ja, den können wir ja skippen, erstmal. Haben wir ja gelernt. Drück einfach B. Sprich bloß nicht mit dem scheiß Cosmog. Das ist eine Falle. Cosmog ist eine Falle. Oh, das gab's ja auch noch? Oh mein Gott, Serapenra hat's ja auch gegeben. Warum kriegen wir jetzt diese Counter? Gescheitelt. Gescheitelt. Die gute alte gescheitelte Flucht. Wer kennt sie nicht? Ich hab die doch gemacht gehabt, oder nicht? Ja, okay, anscheinend. Also ich bin mir sehr sicher, das hast du nicht gemacht. Wie kommst du da auf? Weiß ich nicht, da gibt's so das ein oder andere Indiz dafür. Auf welchem Level ist der Rivale? Also ich glaube, der Dings... Können wir nochmal Ausrufezeichen Cap kurz bitte sehen? Ich würde ganz gerne nochmal kurz gucken, auf welches Level wir dann gehen. Das Grand Trial 16, also 19 ist sogar die Level Cap. Ja, weil dann gehe ich nämlich auf jeden Fall auf 17 mit allem. Oh Mann, Sippo, es tut mir echt leid, du hattest vor allem Flammenball, das war actually ganz nice. Okay, nur Sippo ist gestorben bei dir? Ja, nur Sippo. Ah, der hat mir den Kampf gecarried. Hallo Pascal, hello. Ja, mir hat er im Endeffekt auch den Kampf gecarried, weil er zwei wichtige Flammenbälle auf das Kramschiff draufgehauen hat. Aber ich habe mich nicht getraut zu wechseln, weil entweder der drückt Flügelschlag und ich bin tot, beziehungsweise ich konnte auch nicht wechseln, weil ich musste den zweiten Flammenball raushauen. Ja, alles gut. Aber ich will mal die Offensivweste vom Megabanett runternehmen. Damit ich Irrlicht habe. Okay, wen würdest du denn gerne reinnehmen? Ich hätte gerne. Leon, Kane. Oder Timo. Ich bin ehrlich, das ist mir alles egal. Ich würde Timo gerne nicht reinnehmen. Einmal, weil es noch ein Zapladin bei mir ist. Also eher Kane oder Leon. Dann nehmen wir mal. Fürs Typing.
Kane rein. Alter, wie heißt denn der Pilz? Entwickle Nidorino einfach zu sich. Aber das Problem ist, Nidorino kann halt auch. Wann lernt ein Nidorino Dingsbums? Jetzt wartet mal. Ich meine, sobald du kurz zu diesen GP-Attacken kannst, bist du wahrscheinlich einigermaßen fein. Das stimmt eigentlich. Ja, komm, ich entwickle den einfach, damit wir auf Nummer sicher gehen. Dann haben wir hier Nidoking. Und dann haben wir hier einen Drillbar namens Kane. Er hat sogar schon einen Mondschein. Ja, den habe ich auch. Und dann packen wir alles kurz auf 17. Dann habe ich nämlich auch ein wundervolles Evo-Serb, merke ich gerade. Der entwickelt sich ja dann auch. Nice. Aber nice, wie heißt ein nice. Evo-Serb? Ja, ich habe halt dann drei Bodenmonster, aber ich glaube, dafür habe ich einen Nidoking, das nehme ich dann in Kauf in dem Moment. Snivy, Superior, Swiper, nein, das ist Vibitus. Ich weiß es nicht. Weiß niemand, wie Evo-Serb heißt? Komm schon, wir kriegen das hin, Freunde. Servine, so, ich wusste irgendwas mit. Geht erst bei mir an Slot 2 jetzt, Kane. Ja, bei mir auch. Okay. Okay, dann machen wir Wahlen. Lernt der Aqua, weil Leute das schmeißt. Oh ja, wir mal gucken wegen Temps. Guter Call. Morlo kann Kaskade. Morlo kann Antikraft. Wer? Morlo kann Antikraft und Kaskade. Ach so, Morlul. Ich hab immer Morlord verstanden. Dachte mir, hä, wann Morlord? Was hab ich? Schön wär's. Was hab ich denn jetzt verpasst? Flammenball kann immer noch keiner, schade. Was macht Fähigkeit Erleuchtung? Damit das kann schon nur scheiße sein, weil ich nicht weiß, ja, was das ist. Weil damit kriegst du mehr Encounter. Also Encounters mehr Pokémon. Schnappgabe, wo kommen die denn jetzt alle her auf einmal? Der hat halt Bock, Hallo zu sagen. Schade. Es wäre cool gewesen, wenn Nidoking jetzt Flammenball gelernt hätte. Aber ja, das ist trotzdem in Ordnung. So. Dann schnappen wir uns noch die Items auch, die da sind. Das ist vermutlich auch nicht... LOL, als ob! Oh mein Gott. Man kann Cosmog-Wild finden? Wie entwickelt der sich nochmal? Weil dann, das bedeutet ja im Endeffekt, man könnte sogar Leo oder Lunala haben, oder bin ich doof? Ja. Oder verstehe ich hier etwas falsch? Ein Cosmog legit nur leveln. Damn. Ich glaube nämlich, dass die entwickeln sich nämlich, ja, eben einfach... Meisterball! Oh mein Gott, der könnte Klatsch sein. Weiß ich noch nicht. Also ja, aber ich wüsste jetzt noch nicht, welches Pokémon so krass ist, dass ich den unbedingt im Meisterball fangen muss. Ja, ja, wobei... Ja, ich sehe. Rexbleezer wäre ein krasser Gegner gegen mich. Ich glaube, alles ist ein krasser Gegner gegen mich. Ich glaube, kann leider auch. Jemand, glaube, der entwickelt ist, ist krass. Das nimmt sich alles nicht viel. Wo ist meine Top-Genesung? Ich würde gerne die Fähigkeit von meinem Nidoking auf Sheer Force ändern. Wäre das ein Ding? Können wir das machen? Wenn du eine Kapsel findest, ja. Ich weiß nicht mal, ob das dann auf die Geht das auf die Hidden Ability, die Kapsel? Oh, nee, das geht nur auf normale Ability. Ja, ich glaube, Poison Point wäre mir auch lieber. Der Gifthorn ist mir lieber als die Rivalität. Ja. Boah. Warte mal, haben wir nicht... Nee, wir haben nur die Highlight-Items. Ich wollte gerade sagen, dann hätten wir nämlich auch Schutz. Oh, ich habe den Bandsticker gefunden. Der macht das nicht weniger. Arbok mit Horter ist ein krasser Gegner. Darf man nicht unterschätzen, ja? Nach jeder in seine Kapsel. So war es eben. Denke ich mir doch auch. Oh, du bist getrappt. Das heißt, du kannst dich auswechseln. Das macht diese Fähigkeit. Dem du gerade fünfmal versucht hast zu fliehen. Ich hab nie auf den Bildschirm geguckt, okay? Ja, das habe ich gemerkt. Ich bin ready für den Rivalen. Ich bin niemals ready. Ich bin ready
dafür nichts zu tun. Dafür bin ich ready. Heißt ihr das mega ein Dorm-Fossil, jawohl. Oh, so viele Encounter. Shoot. Mega-Voltenso. Liedet ihr damit? Ey, ja, ich glaube schon. Stimmt, dann ist Nidoking, dann ist ein Boden-Pokémon ganz gut. Gegen so ein normales Voltenso. Abyssplatte. Und der Taubussen. Bro, wie kann das sein? Es gibt so immens viele Items, dass so viele Megasteine positioniert werden. Es sind halt echt mehr als die Hälfte deines gefühlt. Das ist abnormal. Also klar, es gibt viele, ja, aber es gibt auch viele Juwelen und so. Ich meine, davon finden wir auch einige, so ist nicht, aber... Nicht mal annähernd so viele wie Megasteine. Das ist trotzdem crazy. Charlie, jetzt bitte troll nicht. Oh, warum ist denn dein Voltenso weiblich? Was soll denn das? Och, warum gönnst du mir denn Statik? Warum? Na! Ja doch, ist gut. Hallo Sylveon, ich hoffe, dir geht's gut. Hallo. Oh mein Gott, können wir bitte... Ich beschwere mich, dass Spore mit triggert und den einschläfert, weil ich dachte, ich habe Stachelspore gedrückt. Habe ich aber gar nicht. Ja, dann hast du auch alles richtig gemacht. Monosito. Mhm. Sollten wir auch hinbekommen. Reflektor, was ist denn das hier? Das gefällt mir aber nicht. Crit Para. Das ist ja wieder immanent. Okay, jetzt noch Vadribi männlich, du Idiot. Warum fängst du hier so ein Bullshit? So ein Dummlatz. So, ja. Ich glaube, der Rivale, wenn er nicht Protogrounden hat, ist echt machbar. Da sage ich mal nichts gegen, dass man das gut hinbekommt. So. Ah, wir wurden sogar geheilt, sympathisch. Ah, passt perfekt zur Thalys, stimmt. Ah, Alex? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Internet explodiert sein könnte bei wem. Hallo? Ist der bei den anderen noch da? Ist das mein Internet? Ist der online? Die Übertragung wurde beendet. Oh nein. Bitte. Bitte. Bitte lass es nur das Internet sein und nicht auch noch... Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal gespeichert hat. Ach du Scheiße. Warum ist dieses Soulink so immens verflucht? Was ist denn das? Das ist doch alles Scheiße, ist das. Ich habe Discord-Benachrichtigungen. Moment. Stromausfall. Ach du Scheiße. Ja. Das ist jetzt, also, wir können kurz warten und ein bisschen quatschen. Sag mal, 10 Minuten gebe ich ihm auf jeden Fall. Weil so ein Stromausfall kann ja auch relativ schnell wieder gefixt sein. Wir können ja quatschen, Freunde. Wie geht's euch denn so? Stromausfall ist mindestens 30 Minuten, wenn es passiert. Echt? Ich hab immer, wenn bei mir Strom weg ist, ist meistens nur die eine Leitung weg. Und dann mache ich Clip und dann geht's meistens wieder. Also wenn es wirklich kompletter Stromausfall ist, dann ist mega kacke. Oh, der muss ja dann auch alles wirklich nachspielen. Oh mein Gott, dieses Spiel hasst uns wirklich, ne? Dieses Spiel will auch nicht, dass wir irgendetwas hier schaffen. Das will uns vorne und hinten an die Wand nudeln. Dass wir es ja nicht bis zum Nuzlocke-Turnier hinbekommen. Es ist wirklich der absolute Hammer. Es ist der absolute Hammer. Muss eigentlich noch arbeiten, prokrastiniere aber noch ein wenig, das fühlt man. Arbeit auch irgendwie anstrengend. Nimmt so viel Zeit ein.
Nee, das Glück ist weit weg bei uns. Bei welchem Versuch sind wir? Hallo Ledia, wir sind beim Versuch, Sirius hat Stromausfall und ich glaube, wir sind bei Versuch 5. Ich erinnere mich auch, also ich weiß, die Leitung haut es hier ab und an mal raus, aber einen Stromausfall, an den erinnere ich mich jetzt zumindest an den längeren auch gar nicht. Ich weiß, ich hatte mal ein paar Tage kein Internet, das war beschissen, sage ich euch. Das war... Die heutige Bloody Platin-Folge hat es dir richtig gegeben. Hat sie das? Also ich glaube, es ist Part 4 draußen. Ich glaube, das bedeutet... Nö. Ich sag mal nö. Warte mal ab. Die Soulink ist die ist irgendwie... Die hat irgendeine besondere Kraft. Irgendein besonderes Kraft-Maga um sich oder so. Ich weiß auch nicht, was das ist. Es ist schwierig, in Worte zu fassen. Mein letzter war, wo ich klein war, locker 20 Jahre oder so, ja. Ja, ich könnte nicht mal sagen, wann. Ich habe überall WLAN, außer in meinem Zimmer, wo ich einen Router drin habe. Das ist auch wild. So sollte das eigentlich nicht funktionieren. Aber ja. Ich kann ja nochmal kurz erwähnen... Wir haben jetzt übrigens ein Sub-Goal jeden Monat. Ich werde mir wahrscheinlich immer irgendwas überlegen, worauf ich Lust hätte, was wir machen könnten. Ich habe jetzt für dieses Mal einfach einen 12-Stunden-Stream reingeschrieben, weil ich weiß, dass im April meine Freundin einmal übers Wochenende weg ist. Das heißt, da hätten wir dann Zeit, einen 12-Stunden-Stream zu machen. Das wäre wahrscheinlich der 13. April, wenn wir das Sub-Goal schaffen. Oh, wie lief der Anruf? Na, ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ups. Jetzt sieht man ja auch noch, was wir da schreiben. Das machen wir jetzt einmal mal weg. So. Ja, was wir nächsten Monat machen, weiß ich noch nicht. Ich sag mal, vielleicht ist es auch irgendwas Kurzes. Vielleicht kommt irgendwann mal das Marmeladenglas. Aber das Marmeladenglas würde ich tendenziell momentan erstmal vermeiden, nachdem ein ganzes Marmeladenglas ziemlich viele Kalorien sind. Vielleicht packe ich da dann auch mal... falls die Welt jemals so weit ist, ich ein bisschen fitter bin, dann packen wir ein Dingstream drauf. Ein einstündiges Dings-Event. Wie heißt's? Ringfit. Und ansonsten. Ja, weiß ich halt nicht. Ist halt Obst mit Zucker, ja, mit sehr viel Zucker, das ist halt das Ding. Und ich track auch momentan. Jetzt nicht zu 100% meine Kalorien, aber so grob, dass ich weiß, dass ich nicht so viel zu viel ist. Aber ich finde auch, manches ist super schwer mal einzuschätzen. Weil manchmal frage ich mich, also ich meine, ich wiege ja jetzt nicht ab, wie viel meine Bolognese zum Beispiel wiegt. Deshalb, ich finde das immer echt schwierig, teils auch einzuschätzen, muss ich sagen. Hallo Sane, ich hoffe, dir geht's gut. Hello. Aber ja. Oh, er fährt schon wieder hoch. Wir sind gleich wieder am Start. Wuhu. Das klang gerade so sarkastisch. Aber ja, doch, das ist mein Ernst. Bolognese sind, ja, eben, ist eh die Nudeln. Fleisch hat ja, also finde ich überraschenderweise gar nicht mal so viele Kalorien. Also es geht ja sogar. Ich meine, die Nudeln sind meistens das, was reinwämmst und so. Die Beilage ist meistens das Krassere, was ich richtig scheiße finde, weil ich meistens die Beilage das Geilere finde. Wobei, aber man jetzt sagt, bei einer Bolognese würde ich die Nudeln jetzt nicht als Beilage sehen, da ist es schon eher der Start. Wobei, eigentlich ist die Soße das da, müsste man sagen. Naja. Aber ja. Nee, wir machen keinen Pokémon-Quiz. Wenn ihr Pokémon-Quizzes machen wollt, dann geht zu Timo, da gibt es 3 Millionen von. Ich bin kein Quiz-Typ. Das einzige Quiz, was ich mir gerne angucke, ist das von Wer steht mir die Show und das war's. Wobei, nee, das würde ich gar nicht mal so sagen, aber... Sag mal, ich bin jetzt nicht so der allgemein Quizzes guckt. Meine Freundin guckt super viele Quizzes, weil Pizmeet macht sehr viele und die ist großer Pizmeet-Fan. Und da schaut sie sich einiges an. Ah, shit. Ich habe keine Karte für den Geburtstag von meiner Freundin morgen. Ah, ist jetzt unvorteilhaft. Ich wollte eigentlich eine Karte besorgen, das habe ich komplett verpeilt. Also das Geschenk habe ich, aber... Das ist halt so ein Geschenk, das tut man so am besten in eine Karte rein und es ist kein Geld. Einfach basteln. Nee, dafür habe ich jetzt auch keine Zeit mehr. Die kommt ja jetzt dann.
Und ich wüsste auch nicht, was ich da groß basteln soll. Die kriegt das einfach in die Hand gedrückt. Das muss halt. Das muss jetzt! Das muss jetzt! Ich wüsste auch gar nicht, wann ich das groß hätte machen soll. Na hallo, Mr. Stromausfall. Alter, was ist das denn? Wir wollen zweimal hintereinander. Das ist Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Das ist schon Pokémon Stromausfall und fuck off. Was soll ist das denn? Ich fällt aus, ich renne in den Keller, mach dann die Sicherung wieder rein, geh hoch, fahr mein PC wieder hoch und es crasht direkt nochmal. Stark. Ja, okay, dann, aber ich sag, solange nur Sicherung rausgeflogen ist, ist ja noch okay. Ja. Wobei, jetzt ist die Frage, wo hast du das letzte Mal gespeichert? Das wollte ich gerade auch sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Das wird aber schon ein Stück her sein. Nein, vielleicht habe ich. Also, vielleicht habe ich Glück gehabt und habe irgendwann mal aus Versehen drauf gedrückt. Aber ich ansonsten bete. Vielleicht. Ja, ich bete einfach. Ja, du hast Stromausfall verpasst. Achso, ich soll mein Team vielleicht auch mal wieder starten. Na gut. Na gut, Leon. Aber sonst ist noch alles okay bei dir, ne? Mann, Leon. Wir haben noch nicht 22 Uhr. Oh, ich will das Spiel nicht starten. Aber ja, du, im Endeffekt hast du nicht viel passiert. Verpasst. Beim Herrscher habt ihr auf jeden Fall gespeichert, stimmt. Also das ist. Aber ich vermute, ich glaube, du hast dazwischen nämlich nicht mehr. Ja, das ist der Herrscher. Genau beim Herrscher. Genau wie du sagst. Ja. Spannend. Also ich werde jetzt einfach da durchspeeden bis zum Gegner. Ja, und durch. Wenn ich jetzt Pokémon verliere auf dem Weg, dahin nee, ist das egal. Nicht. Das zählt natürlich nicht. Na! Das juckt nicht. Oh, stark. Also erstmal den Festival Plaza. Wobei, den Festival Plaza kann ich ja auch mal abhaken. Guck mal, das ist eigentlich so eine gute Sache. Dann passiert ja auch noch ein bisschen nices Gameplay. Du hast Zeit, eine Karte zu basteln. Ich hab... Ich glaube, ich hab nicht wirklich Papier dafür da. Du hast locker 10 Minuten jetzt Zeit. Weil das Ding ist, also ich hab so kariertes Papier und das war es. Habt ihr so Bastelpapier zu Hause? Ne. Ist das ein Ding, was Leute noch haben, die nicht eine Familie schon haben? So, dann ist auch nochmal was anderes. Ich weiß nicht, was war das machen hier? Zum Bemalen. Ja, ich bin ja niemand, der so sich. Ich mal ja nicht. Leeres Weißes. Ja, aber komm, was soll ich denn aus leeres Weißes für ein... Also bin ich ehrlich, bevor ich da das Papier nehme und es einmal zusammenfalte und reinschreibe, alles Gute zum Geburtstag, liebe dich, weiß ich nicht. Also, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Geschenkpapier nehmen. Geschenkpapier haben wir zwar da, aber da habe ich keinen Stift, glaube ich, für der da gescheit drauf schreibt. Das ist halt das Ding. Da sehe ich mich jetzt nicht so. Ich bastel regelmäßig Karten. Ja, ich halt gar nicht. Das hatte ich halt gar nicht im Kopf. Hallo Tim, ich hoffe, dir geht's gut. Hello. Dann 10 Minuten reichen zum Einkaufen. Alter. Also, ich weiß nicht, in welcher Welt du in 10 Minuten einkaufen gehst. Ja, dann musst du aber schon im Aldi wohnen. Mit Dorf zu tun. Weil, also ich brauche 10 Minuten, um erstmal von meinem Haus rüber ins nächste Geschäft zu gehen. Also, da brauche ich schon 20, 25, 30 Minuten. Nochmal 10 Minuten an der Kasse, je nachdem, wie es aussieht. Kann der aufhören, mich mit jedem Angriff zu paralysieren? Und dann bin ich auch immer jedes Mal stuck. Holy shit. Dann hol ein Blatt von draußen, bemale das rauf damit, dann hast du einen schönen Blattabdruck. Muss ich dieselben Pokémon ja auch nochmal fangen. Wo soll ich denn jetzt? Ich lebe in der mitten in der Stadt. Wo soll ich ein Blatt denn jetzt herzaubern? Welches auch im besten Fall nicht hässlich ist. Was ist denn los mit euch? Und wie gesagt, die ist in so einer halben Stunde zu Hause von dem Baum, Downy. Hier sind legit keine Bäume in der Nähe. Die zumindest jetzt schon... Die jetzt schon zumindest solche Blätter haben, dass man das benutzen könnte. Was ist los mit euch? Es ist freaking Anfang März. Ich habe keinen Drucker. Downy!
Welcher Name hat dein... Zapladin. Warum war Yorkluff? Zapladin, ja. Boah, lass mich mal kurz zum Pokémon Center laufen, dann sag ich's dir. Oh mein Gott, fuck mich doch jetzt nicht ab, Lichtel, bitte. Origami Fight. Nee, ich glaube, ich drücke dir das einmal in die Hand und akzeptiere mein Schicksal und sage, ja, hab vergessen. Ich glaube, alles andere ist dasselbe. Timo. Wir versuchen doch nur zu helfen. Ja, ja, nein, da sage ich doch gar nichts geben. Aber weil ihr so alle davon ausgeht, dass ich ein Blatt finde. Wieder weg ist. Nee. Nee! Ach nee! Ich will das alles nicht mehr. Oh Mann, ja, ich glaube, vielleicht kann ich doch noch eine Karte holen. Weil langsam, also ich weiß ja jetzt nicht. Der ist wieder weg, ja. Schreib mal. Soll einfach nicht sein. Jetzt oder nie. Soll ich euch mitnehmen? Ich mach so über Handy. Mach ich dann den Stream an. Und dann, oh scheiße, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. I'm sorry. Okay, ich glaube, ich konnte's. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Ich hoffe, ich habe euer Trommelfell nicht zerstört. DHT, vielen Dank für den nicen Sub. Willkommen bei den Pappenheimern. Viel Spaß mit den Emotes. Kuss geht raus an dich. Ja, also er meint auch, wir sollten es erstmal für heute gut sein lassen. Ich denke, das ist auch vernünftig. Nachdem das gerade nicht so läuft. Ich muss jetzt nur überlegen. Also, ich habe in der Nähe ein Penny und ein Edeka. Kriege ich da Geburtstagskarten? Ich bin mir unsicher. Edeka hat bestimmt, ne? Ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt noch zum Edeka zu fahren. Ich denke auch Penny eher nicht. Edeka ist halt noch mal ein Stück weiter weg. Ich glaube, ich akzeptiere einfach mal. Nee, eigentlich will ich lieber... Weil ich meine, also das Problem ist halt, wenn ich wiederkomme, dann bin ich ja, dann ist sie wahrscheinlich schon da und sieht ja, dass ich eine Karte noch gekauft habe. Das ist ja auch irgendwie dumm. Es ist alles kacke. Ihr seid meine Motivation. Das glaube ich eher nicht. Verstecken. Ja, ich glaube, dann werde ich wohl... Ich will aber nicht. Mach eine Abstimmung. Okay, wir machen jetzt eine Abstimmung, ob ich die holen soll oder nicht. Raus da, rein da. Verfolge ich schon seit der GPL 7. Oh, 7 war eine nice Season. Habe jetzt selber mit Pokémon Leagues angefangen. Ja, wünsche ich viel Spaß dabei. Stauni überlegt so lange, bis es zu spät ist. Ja, ich sehe es auch schon. Ja, muss eigentlich, ne? Muss eigentlich. Wir können trotzdem eine Umfrage machen. Aber muss eigentlich, ne? Muss eigentlich.